Das ist das, was hinter dieser Theorie der gesellschaftlichen Naturverhältnisse sich auch verbirgt. Wir sind Teil davon. Dann möchte ich euch Babette Karel vorstellen. Babette ist Soziologin und beschäftigt sich schon seit Anfang der 90er Jahre oder vielleicht auch noch länger, muss sie dann nochmal selbst sagen, also stark mit nachhaltiger Regionalentwicklung und unter anderem und eben auch lokaler Ökonomie. Und ihre Schwerpunkte sind Vielfalt der Arbeit, Gemeinwesenökonomie, Partizipation und Bildung. Sie steht natürlich auch sie ist Mitglied im Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften, hat auch mitgearbeitet bei dem IBA-Stadtumbauprojekt eben auf der regionalen Ebene in Sachsen-Anhalt, was weniger ist Zukunft heißt. Und ich finde, das passt ja zu dem ganzen Kongress auch wirklich wie die Faust aufs Auge. Und da eben auch über die Erfahrungen auf der regionalen Ebene berichten. Ich würde gerne etwas sagen über dieses, es drängt zwar, aber wir sollen nicht in den Katastrophismus verfallen. Und Esperanza hat über den Zusammenhang gesprochen von Angst und Privilegien. Okay, von Angst und Privilegien. Ich denke, dass die meisten Menschen in Deutschland sowieso, in Europa wohl auch immer noch die Mehrheit, schon auch zu erreichen ist und schon auch tätig ist über ihren Alltag. Und vielleicht ist das der Punkt der weiblichen Arbeit. Im Endeffekt steht jeder morgens auf und isst Frühstück. Und das hat ihm jemand zubereitet oder er hat es sich selbst gemacht. Und er weiß, was er da isst, oder er sieht nur, es ist schön rot. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir sprechen müssen, wie der Zusammenhang ist zwischen Gesellschaft und Natur. Und das ist das, was hinter dieser Theorie der gesellschaftlichen Naturverhältnisse sich auch verbirgt. Wir sind Teil davon. Esperanza hat darauf verwiesen, wie nicht nur die Biodiversität geschädigt wird, sondern wie die sozialen Gemeinschaften geschädigt werden, die diese Art von Biodiversität erhalten. Das können wir doch in Deutschland genauso nachvollziehen. Wir sehen die Dörfer, wo man in den 50er, 60er Jahren noch aus dem Dorf heraus einen Spaziergang machen konnte, wo an den Flurrändern Apfelbäume standen und auch ein paar Hundsrosen, und wo wir heute also beim Joggen suchen müssen, wie wir die Asphaltstraße vermeiden, weil großflächige Felder, weil Riesenmastanlagen das Dorf von der Landschaft längst getrennt haben. Und ich glaube, es ist dieser Zusammenhang des alltäglichen Lebens zur großen Gesellschaft, der die Menschen bewegt, etwas anders zu machen. Da ist sicher die Gefahr einer grünen Insel in Westeuropa, aber ich glaube schon, dass wir die Nähe, die Globalisierung geschaffen hat, auch gut nutzen können, um zu verstehen, was bei euch in Südamerika passiert. Bei mir ist ein Bezug zu Afrika einfach über meine Familie. Also wir haben, glaube ich, ganz viel Nähe geschaffen, auch zu den Problemen anderer, und können unsere eigene Tätigkeit dort einordnen. Ich würde gerne an einem ganz konkreten Fall anfangen, weil du über weniger ist Zukunft gesprochen hast. Wir haben in Sachsen-Anhalt jetzt 8 Jahre lang im Grunde ausgelöst von den demografischen Veränderungen probiert, Anpassungsstrategien in Städten zu finden. Und was das Verrückte daran ist, ist, dass Prozesse ja völlig parallel nebeneinander laufen. Also diese Landesregierung und diese Bürgermeister haben sich entschlossen anzuerkennen, wir werden immer weniger Menschen und wir müssen die Städte darauf vorbereiten. Und haben dann so Projekte gemacht zur Umnutzung von baulichen Strukturen und zur Aktivierung von Gemeinschaftsleben, weil wir sagen, die Städte sind ja nicht nur aus Stein, die Städte sind ja unsere gemeinschaftlichen Lebensprozesse. Und man erreicht die Bürgerschaft auch wirklich gut, indem man sagt, also was ist euch eigentlich wichtig hier und heute in eurer Stadt? Und parallel dazu passiert eben
die ganz normale Planungsgeschichte, die ganz normale Weiterführung der Flächenversiegelung, die ganz normalen weiteren Umgehungsstraßen für einen Verkehr, den es nicht mehr gibt, weil immer weniger Leute da sind. Und die ganz normale Illusion des Wachstums, wenn ich einen neuen Autobahnanschluss baue, der nur dazu führt, dass immer mehr Leute diese Stadt schnell verlassen können, dass die Arbeitsmigration zunimmt. Und wir haben in diesen Prozessen auch gesehen, wie sehr gesellschaftliche Prozesse nach wie vor gesellschaftliche Überlegungen von Naturüberlegungen getrennt sind. Also, dass gar nicht dieser Zusammenhang hergestellt wird, weniger Leute, weniger Naturvernutzung und man glaubt das, sondern dass weniger Leute auch mehr Natur vernutzen können. Und ich denke, dass, dass ein Ansatzpunkt tatsächlich das Alltagsleben der Leute sein muss. Also zu verstehen, wir sind Natur. Was ich hier esse, macht mich als Leben anders. Und an diesen Ansätzen, glaube ich, können wir arbeiten. Zu deinem Astronautenblick gibt es ja genau dieses Gegenteil zu sagen. Keiner ist dort. Also die paar mit dem Mondtourismus, die den blauen Planeten sehen, unser eigentliches Erleben ist der Alltag, ist der Zusammenhang, den wir brauchen zu den Menschen, mit denen wir leben. Kein Mensch würde wirklich das versuchen. Sie tun es in der Politik, aber ich glaube, unser Gegenmittel, also mir geht es eigentlich darum zu zeigen, dass wir im Alltag Dinge anders machen, dass wir im Alltag mit den Menschen sprechen, dass wir dem Nachbarn sagen, hör mal, du brauchst jetzt keine Erdbeeren zu Weihnachten, freu dich auf den Juni, dann sind sie wieder da. Also ich glaube, man muss so ganz klein sein, um der großen Politik etwas entgegensetzen zu können.